Hallo, grüß euch. Mein Name ist Matthias Buchinger. Ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Steinerkirchen im Forst, im Mostviertel, im schönen Niederösterreich. Und mein Sport ist Endurofahren. Endurofahren, ganz kurz erklärt, ist, da fahren wir mit solchen Motorrad umeinander. Das ist mein Enduro. Das ist ein Husqvarna FE 350. 350 Kubik Vierdachmotor, Einzylinder, aufgebaut mit diversen Racing-Parts, um das Ganze natürlich auch konkurrenzfähig zu machen. Und wir fahren umeinander auf Wiesen, auf Schotter, Steinbrüchen und im Wald, auf Strecken und beim Training und beim Rennen. Und wir fahren gegen andere Fahrer oder auch gegen die Zeit. Angefangen hat das Ganze im Jahr 2005. Da bin ich öfter mitgefahren mit meinem Papa schon, habe mal lenken und mal Gas geben dürfen. Und das hat mir halt voll taugt immer. Und dann habe ich mein erstes Bike gekriegt mit 4 Jahren. Das war so ein kleines 50 Kubik, das ist angestellt wie ein Rosenmauer. Und bin immer gefahren. 2011 habe ich dann meine ersten Rennen gehabt. 2014 habe ich meine erste Meisterschaft gewonnen. Das war ein mega Erfolg. Und 2016 war dann mein erster größerer Rückschlag da. Da habe ich mir Schien- und Wadenbein gebrochen. Da habe ich dann über den Winter viel trainiert, um wieder fit zu sein. Das erste Mal eigentlich viel trainiert. Und dann habe ich das erste Rennen 2017, nächstes Jahr quasi dann, gewonnen bei der österreichischen Cross-Country-Meisterschaft, was mich dann extrem motiviert hat. Und da hat man gesehen, ich bin am richtigen Weg, es passt. Und dann unter anderem war ein großer Erfolg in dem Jahr für mich ein 2. Platz hinter Husqvarna Werkspilot und Profi Pascal Rauchenegger. Und die Saison ist dann gut gelaufen. Und jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind, 2019 ist. Erste Mal für die Austria am Start, was mich natürlich auch mega freut. Danke. Und ja, ich bin in dieser Saison leider nicht so optimal gestartet. Ich habe mir vorher gesehen beim Training in Italien. Das Kreuzband gerissen, war dann im Oktober operieren und eigentlich den ganzen Winter damit beschäftigt, dass mein Knie wieder gescheit funktioniert für die heurige Saison. Ja, heuer fahre ich in Österreich die Staatsmeisterschaft und den österreichischen Enduro Cup. Und ich bin auch gefahren das Erzberg Rodeo, wo mein persönliches Highlight war der 99. Platz. Das heißt, 2. Startreihe vor 10 und vor 1700 Leuten am Prolog. Ja, und was mich eigentlich dazu motiviert, immer weiterzumachen, ist einfach das Gefühl beim Endurofahren, wenn du eine Kurve lässig fährst, über ein Hindernis drüber kommst oder eine steile Auffahrt und einfach nur mit Freunden Spaß zu haben. Und natürlich auch Erfolge und Siege sind extrem motivierend, wenn du sagst, du gewinnst da Rennen, kommst außer der Erste, was dir gratuliert, ist meistens mein Papa und sagt, hey, cool gefahren, lässig gemacht, fightet mit den Gegnern bis zum Schluss. Und das ist einfach so eine Motivation, wenn du wieder Rennen gewinnst und sagst, hey, ich bin am richtigen Weg, ich mache weiter. Und ich schaue, dass ich es einfach in meinem Sport so weit wie möglich nach vorne bringe. Ich werde sehen, wo mir der Weg hinbringt. Und ich freue mich auf alle Fälle, auch mit dir diesen Weg zu bestreiten. Danke.